Gute Unterhaltung bei Bauen und Wohnen wünscht die Kreissparkasse Ravensburg. Welches ist die richtige Temperatur bei Ihnen zu Hause im Schlafzimmer, damit Sie optimal schlafen, entspannt sind, aber auch ein bisschen Spaß haben? Guten Abend und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, bei einer neuen Ausgabe von Bauen und Wohnen, der Wohlfühlsendung für Ihr Zuhause. Das Schlafzimmer und die richtige Temperatur ist heute eines unserer Themen. Alle weiteren jetzt im Überblick. Mietpreisbremse kommt. Was bedeutet sie für Mieter und Vermieter in der Region und welche Ausnahmen gibt es? Farben für den Frühling, kräftige Töne, Pastell und bunte Tapeten sind die Trends, wenn es um die Gestaltung der eigenen vier Wände geht. Und optimal schlafen. Wir verraten Ihnen die Zahl, die ein harmonisches Beziehungsleben garantieren soll. Eines der wichtigen Worte im Jahr 2015 könnte die Mietpreisbremse sein. Kompliziert auszusprechen, für die meisten Mieter jedoch positiv behaftet. Was sich genau hinter diesem Thema verbirgt, sehen Sie im folgenden Beitrag. Drei Zimmer, Küche, Bad. Konnten Wohnungseigentümer bei einer Neuvermietung bislang die Miete fast unbegrenzt anheben, soll das künftig nicht mehr möglich sein. Mit der sogenannten Mietpreisbremse will die Politik wild ansteigende Mietpreise stoppen. Gelten soll das neue Gesetz aber nur für angespannte Wohngebiete. Also man kann sicherlich sagen, dass wir in Ravensburg selber oder in Städten selber sicherlich einen sehr angespannten Markt haben. Ob er die Kriterien erfüllt, um in diese Mietpreisbremse zu fallen, das wird sich zeigen. Wir haben einen sehr konzentrierten Markt auf sehr kleine Bereiche im Prinzip. Das heißt, der Innenstadtbereich Ravensburg würde nach meinem Ermessen sicherlich drunter fallen, aber allein schon 5 Kilometer weiter sieht es wieder ganz anders aus. Und deswegen kann ich momentan noch nicht abschätzen, ob es tatsächlich hier zum Greifen kommt. Als angespannte Wohngebiete gelten Städte, in denen die Mieten überdurchschnittlich steigen und Wohnungsknappheit herrscht. Wo die Mietpreisbremse am Ende greift, entscheidet das Land. In unserem Kerngebiet, wir haben hier in Konstanz noch eine Niederlassung, wird Konstanz sicherlich dabei sein, weil da ist der Markt sehr, sehr angespannt. Ich sage jetzt Radolfzell ist zu klein aus meiner Sicht, wobei auch hier der Markt sehr angespannt ist, muss ich ganz klar sagen. Kommt die Mietpreisbremse, dürfen Eigentümer die Miete nur noch um maximal 10% erhöhen. Allerdings soll es Ausnahmen geben. Neubauwohnungen, welche nach Oktober 2014 fertiggestellt werden, oder kernsanierte Wohnungen sind nach bisherigem Stand nicht von der Mietpreisbremse betroffen. Wer von dem neuen Gesetz wirklich profitiert, ist noch offen. Ich denke nicht, dass der Mieter draußen an der Front tatsächlich einen Vorteil davon haben wird. Es wird vielleicht in Extremsituationen, wie wir sie teilweise in München haben, wie wir sie teilweise in Hamburg haben, die ja immer wieder als Beispiel herangezogen werden, da wird es natürlich einen Effekt haben. Das heißt, eine Innenstadtwohnung in München, die wird natürlich dann nicht mehr ins Exorbitante steigen können. Die Frage ist, ob das unser Markt widerspiegelt, und das wage ich ganz stark zu bezweifeln. In manchen Gebieten ist es sicherlich sinnvoll, dass man das irgendwo mal einführt, ja, weil wirklich manche haben es schon übertrieben, weil der Markt ganz, ganz eng ist. Ja. Aber wie gesagt, die Gutverdiener, die freuen sich, weil die Mieten nicht mehr steigen. Ja. Aber die Schlechtverdiener sind ja in Konkurrenz auch mit den Gutverdienern. Und immer ein Gutverdiener mit guter Bonität wird die größere Chance haben, noch an die Wohnung auch ranzukommen. Das muss man ganz klar sehen, weil die Eigentümer können sich es momentan natürlich aussuchen, weil der Markt ja so eng ist. Mit der Mietpreisbremse wurde auch das sogenannte Bestellerprinzip verabschiedet. Eine Neuregelung der Maklerprovision, die besagt, wer bestellt, der zahlt. Künftig soll das nur noch der Eigentümer sein. Das ist ein sehr, sehr fragwürdiger Eingriff nach meiner Auffassung, der hier stattfindet. Und da weiß noch keiner so ganz genau, ob und vor allem wie das Ganze dann funktionieren soll. Für die Immobilienmakler bedeutet es in jedem Fall Umdenken. Du musst als Makler dich noch mehr deine Dienstleistung zeigen im Kunden, sprich im Eigentümer, was bringst du eigentlich? Dafür kannst du sagen, ja, ich vermiete dir, das kostet dich nichts, aber jetzt musst du wirklich dem überzeugen, dass wir hier wirklich sehr, sehr viel dafür tun, um einen guten Mieter zu finden. Voraussichtlich im April oder Mai diesen Jahres soll das Gesetz dann in Kraft treten. Wir werden für Sie das Thema Mietpreisbremse weiter verfolgen und Sie auf dem Laufenden halten. Alles weitere Wichtige jetzt in den News.
Niedrige Zinsen und eine hohe Zuwanderung lassen den Wohnungsbau in Deutschland weiter boomen. Die Investitionen in den Wohnungsneubau und Bestand sind im vergangenen Jahr um knapp 4% gestiegen. Die Zahl fertiggestellter neuer Wohnungen erreichte nach Angaben der KfW mit rund 250.000 einen 10-Jahres-Rekord. Dieser könnte 2015 sogar noch übertroffen werden. Die KfW rechnet nach ihrem aktuellen Investbarometer mit der Fertigstellung von etwa 260.000 neuen Wohnungen. Wer richtig lüften will, sollte sich dabei an den Außentemperaturen orientieren. Um Schimmel und schlechte Raumluft zu vermeiden, ist tägliches Lüften notwendig. Während im Winter die Dauer allerdings kürzer ist, können die jetzt langsam aufkommenden wärmeren Temperaturen für eine Frischluftbrise in der Wohnung genutzt werden. Hat es draußen unter 0 Grad, werden die Fenster für 5 Minuten ganz geöffnet. Bei Temperaturen bis zu 10 Grad rund 10 Minuten. Ist es wärmer, können die Fenster etwa 15 Minuten lang offen stehen. Jeweils am besten mehrmals am Tag. Liebe Zuschauer, gleich verraten wir Ihnen hier, welches die optimale Temperatur im Schlafzimmer ist. Also, bis gleich. Gleich geht es weiter mit Bauen und Wohnen und der Kreissparkasse Ravensburg. Können Sie es auch kaum erwarten, bis es draußen wieder grün wird, die Bäume ausschlagen und anfangen zu blühen? Der Mensch mag Farben. Genauso ist es natürlich auch zu Hause. Welches die aktuellen Trends sind für das Wohnzimmer, Schlafzimmer oder die Küche, das zeigen wir Ihnen jetzt. In welcher Farbe Sie Ihre Wohnung streichen, bleibt selbstverständlich Ihnen überlassen. Geschmack ist schließlich individuell. Trotzdem wollen wir Ihnen die aktuellen Farbtrends 2015 nicht vorenthalten. Prinzipiell Trends, ja, warme Farben, frische Farben, rot, grün, aktuell. Und wie man auch hier im Haus sieht, Mut zur Farbe. Wer nicht nur streichen will, für den sind Tapeten eine perfekte Alternative. Von Blümchenverzierungen bis hin zu grafischen Mustern. Und es gibt noch mehr Möglichkeiten, den Wänden einen neuen Look zu verpassen. Im Malerhandwerk kann man sagen, gibt es nicht nur die Farbe, sondern es gibt auch viele Gestaltungsmöglichkeiten mit diversen Spachteltechniken oder Akzenten, Begleitstrichen etc. Man kann zum Beispiel hier, wenn man im Raum schaut, könnte man den Raum noch optisch ein bisschen abheben, indem man den Wandstreifen hier mit der Deckenfarbe mitgestaltet, die Wand in einem kräftigen Ton und das mit einem kleinen Begleitstrich von 3 bis 5 mm ein bisschen absetzt. Wer im Trend liegt, streicht nur eine Wand im Zimmer farbig. Trotzdem ist natürlich immer erlaubt, was gefällt. Beim Farbton sollten Renovierer allerdings auf die Raumgröße achten. Bei kleinen Räumen gilt grundsätzlich keine dunklen Farben, weil dann wird der Raum noch kleiner. Da sollte man eher helle, aufweitende Farben, wie zum Beispiel hier hinten das Blau, das gibt dem Raum ein bisschen Größe. Ein bisschen Mut erfordert Farbe an der Fassade. Wer sich von der Masse abheben will, darf auch hier den Trends folgen. Die letzten Jahre war Orange voll im Trend, Knallorange. Jetzt geht es wieder eher ein bisschen zurück in dezentere Töne. Rötlich oder manchmal auch grün, frisch, Minz. In jedem Fall bunt. Wem das nicht gefällt, keine Sorge. Das klassische Weiß kommt auch 2015 nicht aus der Mode. Liebe Zuschauer, gestatten Sie uns heute einen kleinen Einblick in ein ganz privates Zimmer bei Ihnen, in das Schlafzimmer. Wussten Sie eigentlich, dass die Temperatur des Schlafzimmers entscheidend ist für das gemeinsame Liebesglück? Glauben Sie nicht? Doch, wir waren für Sie unterwegs. Endlich Ruhe. Endlich zu zweit, endlich im Bett. Die Nacht könnte perfekt werden.
könnte, wäre da nicht das typische Pärchenproblem. Sie hat es gerne kuschelig warm, er will am liebsten bei offenem Fenster schlafen. Am Ende führt das zu hitzigen Streitereien oder unterkühltem Schweigen im Schlafzimmer. In Schlafzimmerstreit sagt eigentlich schon sowas über ein Beziehungsproblem aus, dass das in dem Raum stattfindet. Will ich jetzt aber nicht gleich differenzieren. Das kann harmlos sein, aber Schlafgewohnheiten können zur Bioenergetik gehören. Das heißt, einer braucht die Höhle, um sich wohlzufühlen, und der andere braucht Frischluft, vielleicht noch sogar den Sternenhimmel über sich. Und ich denke, das ist nicht änderbar. Da ist eigentlich ein Paar in einer Pattsituation, sagt man dazu. Und darüber lohnt es nicht zu streiten. Der Kompromiss ist einfach: 17 Grad Schlafzimmertemperatur, der ideale Wert für Harmonie im Bett. Denn kaum zu glauben, die Räume unserer Wohnung sind für Streit vorprogrammiert. Das Schlafzimmer, da fühlt eher so der Mann sich in seinem Bereich, und die Küche ist eben eher mehr der Kompetenzbereich der Frau. Also typisch, Frauen brechen gerne in der Küche einen Streit vom Zaun und Männer eher im Schlafzimmer. Für das Schlafzimmer heißt das: Heizung abstellen, kurz lüften, und die Nacht kann perfekt werden. So Tobias, und jetzt musst du schauen, wie du aus der Situation wieder rauskommst. Für mich ist es ganz einfach, wie ich aus dieser Nummer rauskomme. Liebe Zuschauer, das war es für diese Woche wieder mit Bauen und Wohnen, der Wohlfühlsendung für Ihr Zuhause. Denken Sie daran, 17 Grad sind entscheidend. Und wie komme ich aus der Nummer raus? Ich gehe jetzt nach Hause. Tschüss, einen schönen Abend. Bauen und Wohnen wurde Ihnen präsentiert von der Kreissparkasse Ravensburg.